bevor zum Auftakt der englischen Woche gastiert am Sonntag der LASK in der Generale Arena. Danach wartet im weiteren Kampf um Europa zweimal der SK in St. Pölten. Servus und herzlich willkommen damit zu unserer Pressekonferenz, zum Pressetalk vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Linzer, 17 Uhr in der Generale Arena. Bevor wir mit Trainer Robert Ibertsberger und Michi Madl die sportliche Lage beleuchten, wie gewohnt ein paar Infos von mir vorneweg. Für Statistiker haben wir wieder ein paar interessante Zahlen rausgepickt. Gegen die Linzer kommt es in der Bundesliga zum 50. Heimduell, wobei unsere Veilchen die 100er-Grenze an erzielten Toren, bisher sind das 99, erreichen könnten. Und um Meisterschaftspunkte geht es zwischen den beiden Clubs bereits zum 143. Mal, wobei die Austria hier die 300er-Marke knacken könnte. Der gesperrte Brighton Omonyi und der verletzte Thomas Salomon werden um 15.15 Uhr im Fanshop in der Osttribüne für Autogramme und Selfies gerne zur Verfügung stehen. Ed Omonyi wird auch in der Pause bei der Familientribüne West als Gast sein und dort bei den Kindern und bei den Familien für Autogramme gerne zur Verfügung stehen. Für das Osterwochenende haben wir uns noch eine besondere, tolle Aktion überlegt, nämlich eine Trikotaktion. Am Spieltag gibt es zwei Heimtrikots der Kampfmannschaft zum Preis von einem, also ist man bereits um 80 Euro bzw. 72 Euro für Mitglieder mit einem doppelten Output dabei. Selbstverständlich sind auch Kindertrikots von dieser Aktion inbegriffen. Der Fanshop in der Osttribüne hat am Ostersonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet bis zum Anpfiff sowie ab dem Schlusspfiff bis eine Stunde nach Spielende. Und gleich der Hinweis auch für das nächste Heimspiel kommenden Mittwoch, denn da gibt es ja gegen St. Pölten die 1+1 Kartenaktion. Man bekommt zwei Vollpreistickets beim Kauf von einem Ticket im gesamten Stadion, außer im VIP-Bereich. Alle Infos dazu findet man unter unserer Homepage www.fk-austria.at. Das war schon von der organisatorischen Seite. Ich darf jetzt weitergeben an die sportliche Etage. Robert, Bright ist gesperrt, Thomas Salomon angeschlagen. Gibt es sonst irgendwelche Fragezeichen bei der Mannschaft für dich, beziehungsweise was sind die Lehren vom letzten Spiel in Wolfsberg? Bitte, Robert. Die Lehren sind speziell, dass wir das Ziel haben, das Spiel am Sonntag wirklich im 11 gegen 11 zu beenden. Also das ist einmal die größte Lehre, was wir daraus gezogen haben, weil wir das, was wir einfach vorhaben, auch die Ziele, die wir vorhaben, können wir nur so erreichen, wenn wir die gewisse Disziplin am Platz bringen. Und das wird gegen LASK genauso wieder entscheidend sein, weil das ja sehr sehr über den Kampf geprägtes Spiel werden wird und da müssen wir einfach richtig stark sein in den Zweikämpfen, auch stark sein, was Disziplin betrifft und dementsprechend müssen wir uns auch genauso vorbereiten. Auch wenn der LASK den einen oder anderen gesperrten Spieler hat, wird sich die Systematik auch beim LASK nicht ändern und diese drei Punkte, die wir eigentlich letzte Woche vorgehabt haben, sind für uns extrem notwendig, jetzt am Sonntag einzufahren, damit wir einmal den Anschluss wieder finden auf den dritten, vierten Platz und nichts anderes zählt eigentlich jetzt. Dankeschön, Robert. Michi Madl, Abwehrchef, ich darf auch dich bitten, wie bewertest du das Spiel gegen den LASK, eines von vielen oder eines von sieben Endspielen? Wie siehst du die Lage? Ja, da denkt das mittlerweile jedes Spiel für uns ein Endspiel ist. Wie der Trainer schon gesagt hat, wir müssen punkten, wir brauchen die drei Punkte, um den Anschluss zu finden. Und von dem her wäre jetzt natürlich ein Erfolgserlebnis gegen LASK extrem wichtig. Und wie der Trainer schon gesagt hat, wir müssen die Punkte vom WRC jetzt eben gegen LASK holen und hoffen natürlich, das zu Hause morgen zu schaffen, am Sonntag zu schaffen. Dankeschön auch Michi Madl. Ich darf immer bitten, ein kurzes Handzeichen, dann kommt der Michi mit dem Mikrofon. Wenn es Fragen gibt, Peter Glöbel, Kronenzeitung möchte beginnen. Bitte gerne. Michi, du bist der Routinier, diese Rotseuche. Wie hast du die gesehen? Und die zweite Frage, wie gehst du intern damit um? Wird mit den Spielern gesprochen oder wie macht sich die Spieler intern? Ja, grundsätzlich denke ich, habe ich sowas selber noch nicht erlebt. So viele Ausschlüsse in so kurzer Zeit. Ist natürlich immer schwer dann. Der Matchplan wird über den Haufen geworfen. Meistens war es Ende erste Halbzeit und von dem ist es natürlich dann schwer, seinen Plan durchzuziehen und gehört, wie gesagt, schon so schnell wie möglich abgestellt. Das darf einfach nicht passieren und intern ist das auch ganz klar kommuniziert worden
und intern sanktioniert werden. Also von dem her darf das nicht mehr passieren, weil wir uns dadurch eben selber schwächen und unsere Ziele, die wir alle gemeinsam haben, da in Gefahr bringen. Und von dem her gehört das einfach abgestellt. Weitere Fragen. Martin Lang, ORF Wien, bitte. Was lähmt euch eigentlich? Der mangelnde Druck, dass man als Sechster ja weit weg von jeder Abstiegsgefahr ist, oder der Druck, unter Anführungszeichen, unbedingt irgendwie Dritter oder, je nachdem, wenn Salzburg Cupsieger wird, Vierter werden zu müssen, unter Anführungszeichen? Frage an mich. Also Abstiegsdruck haben wir keinen, von dem her lähmt uns das eher nicht. Nein, wir haben alle Ziele und das ist ganz klar europäischer Startplatz und von dem her ist der Druck bei der Austria natürlich größer als irgendwo anders. Aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich sehe das als Ansporn. Man liest ja überall schon mittlerweile, dass wir hinterherhängen und von dem her nur mehr Außenseiter sind bei dem Ganzen. Aber ich, beziehungsweise wir glauben an die Mannschaft und sind immer voller Vertrauen in uns, dass wir das noch schaffen. Und das muss auch das große Ziel sein, bleibt das große Ziel an, europäisch zu spielen nächstes Jahr. Von dem her ist für mich das ein positiver Druck. Ich gehe genauso davon aus, also dass das nicht ein negativer Druck ist. Wenn ich als Spieler zu Austria Wien wechsle, muss ich von Anfang an damit leben, dass immer ein gewisser Druck herrscht, Erfolgsdruck herrscht, der Verein diese Ziele vorgibt. Wir natürlich im Trainerteam haben das auch immer von Anfang an vorgegeben, dass wir eben die Saison darauf europäisch spielen wollen. Und ich glaube, das muss ja sowieso immer der Ansporn sein für einen Spieler, wenn er zu Austria Wien wechselt, dass er einfach international spielen möchte. Und ich glaube nicht, dass uns das jetzt lähmt, sondern uns fehlt einfach genau dieses Erfolgserlebnis, wo wir jetzt gerade immer wieder hinterherlechzen. Und ich bin schon der Meinung, dass das auf jeden Fall möglich gewesen wäre letzten Sonntag, wenn wir 11-11 fertig gespielt hätten. Aber das hätte, wäre, bringt uns jetzt nicht weiter. Wir müssen einfach genau das am Platz wieder bringen, damit wir das erste Erfolgserlebnis einfahren können. Weitere Fragen bitte. Andreas Forst, Servus TV. Der LASK ist ein bisschen auch in einer Krise seit dem Ausscheiden im Cup. Ist das für euch ein Vorteil, einen halb angeschlagenen Gegner zu haben, der noch dazu nach hinten gut abgesichert ist, also der relativ sicher seinen Europacup-Startplatz hat? Oder ist das unangenehmer, weil die angeschlagen sind und auch zeigen wollen, dass sie besser sind, als sie jetzt in den letzten Spielen ausgeschaut haben? Also wenn das eine Krise ist, was der LASK hat, die hätte ich gern. Ja, also ich glaube nicht, also für mich ist das nicht einmal ein Thema. Ja, wir analysieren den LASK genau so, wie sie spielen werden und für uns ist es intern als Trainer an Kommunikation in der Mannschaft sicher nicht ein Thema, dass wir den LASK jetzt vielleicht dahingehend, da weil sie jetzt drei Spiele nicht gewonnen haben, vielleicht zwei Gesperrte haben, da jetzt eine große Sache draus machen und jetzt wäre es vielleicht unsere Chance, den LASK zu knacken. Also das überhaupt nicht. Also ich sehe jetzt den LASK nicht schwächer durch das. Sie haben vielleicht diese Selbstverständlichkeit verloren, ja, was vielleicht ausgezeichnet hat, aber sie sind trotzdem immer gefährlich und spielen oder ziehen ihr Spiel immer durch. Und da heißt es immer aufpassen, weil es genügt dann schon wieder, ein Tor, ein Gegentor und der LASK ist dann so schnell wie möglich wieder genau auf der Siegerstraße, wo sie vorher waren. Woran krankt es denn eigentlich? Entschuldige, noch eine Frage. Also ist das Defizit oder der Grund für die nicht so tollen Ergebnisse in der Defensivarbeit zu finden oder dass man die Chancen, die man kreiert, nicht nützt und zu wenig effizient vorne ist? Beides. Wobei ich schon der Meinung bin, dass das Defensiv jetzt stabiler geworden ist, und aber offensiv natürlich unsere Chancen besser nutzen. Ja, wir haben gegen den WRC gleich in der dritten Minute einen Schlangenschuss durch eine sehr, sehr schöne Aktion kreiert. Da muss man da effizienter werden. Wir haben, glaube ich, sogar zwei Möglichkeiten gehabt, wo wir allein aufs Tor laufen und das aber nicht entschlossen durchziehen. Und das sind, einmal sind wir gefault und einmal hat sich, glaube ich, der Dominik Bock gehabt, dann zu leicht fallen lassen. Wir laufen aber da allein aufs Tor. Und das sind aber Sachen, ja, da braucht man noch mehr Entschlossenheit in den gewissen Situationen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir auf jeden Fall die Qualität haben, am Sonntag einen Last zum Schlagen. Peter Glöbel, Kronenzeitung nochmal. Robert, darf ich die Anschlussfrage? Trainiert sie speziell, was, dass die Abschlussschwäche besser wird? Bis jetzt gab es nur in deiner Jahre nur 11 Meter Tore.
Ja, das ist richtig, aber wir machen das auch im Training. Also der Mike kann das sicher bestätigen, dass wir in jeder Woche genug Abschlüsse machen oder nach dem Training Abschlüsse gemacht werden. Also an den scheitert sicher nicht. Es geht nur um das, wie wir das dementsprechend dann umsetzen im Spiel. Und die Chancen halt dann, die werden gegen LASK sicher nicht viele sein, die müssen wir halt dann auch dementsprechend so ummünzen. Weitere Fragen? Thomas Muck, Sportreport. Robert, im letzten Spiel, die Variante mit Alex Grünwald zentral in der Dreierkette hat viele überrascht. Wenn man es dann aber in puncto Spieleröffnung gesehen hat, war es dann doch keine so große Überraschung. Wir alle kennen den LASK, wir alle wissen, wie er spielt. Wie wichtig ist Alex Grünwald wieder in dieser Position ein Teil deiner Überlegungen im Gameplan? Ist auf jeden Fall eine Überlegung. Aber er ist auch in anderen Positionen genauso eine Überlegung. Ja. Und von dem her muss man immer alles mit in die taktischen Überlegungen mit einbeziehen. Aber wir wissen schon, was wir am Alex Grünwald haben. Und das haben wir auch gewusst, wenn wir ihn auch in der zentralen Innenverteidigerposition bringen, haben wir genauso gewusst, was wir bekommen. Und er hat das richtig gut gemacht. Und die zweite Frage, sieht sich irgendwie schon durchs Frühjahr, irgendwie findet die Mannschaft immer einen Weg, sich salopp gesagt ins Knie zu schießen. Warum sollte das jetzt gegen den LASK ausgerechnet enden? Warum ist eine gute Frage, aber ich bin der Meinung, dass das die Spieler schon jetzt kapieren müssen und auch kapiert haben, dass das jetzt wirklich richtig eng wird, wenn wir jetzt da nicht die nächsten drei Punkte einfahren, und weil dann wird es richtig schwierig. Auch wenn jetzt St. Pölten dann zweimal kommt, das ist alles nicht so leicht in der Meistergruppe, wie sich, glaube ich, jeder von außen her vorgestellt haben. Wir haben schon sehr wohl gewusst, dass es richtig schwierig wird. Der Kampf um diesen dritten oder vierten Platz, den hat jeder aufgenommen, weil wir fast punktegleich gestartet sind, und von dem her ist das, ja, von uns aus schon so angenommen worden, dass es ein richtiger harter Kampf wird. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen Kampf, nicht nur das Spiel, sondern auch diesen Kampf, der uns auch speziell am Sonntag erwartet, auch annehmen müssen, weil sonst wird es richtig schwierig. Trainer hat, glaube ich, alles gesagt. Ich habe auch nicht aufpasst, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich war gerade nicht woanders. Gibt es weitere Fragen? Martin, noch einmal Radio Wien, Martin Lang. Dafür, dass du nicht aufgepasst hast, hast du aber geschmunzelt bei der Frage, wie man sich selber ins. Wie das ist, ja, wenn man sich selber. Ich hätte jetzt noch lachen müssen, ne? Das war ganz wichtig. Nein, wie vorher schon gesagt, die roten Karten haben natürlich dazu beitragen, dass wir unseren Matchplan nie durchziehen haben können. Von dem her waren eigentlich wenige Spiele richtig zu bewerten, aber ich denke, dass man trotzdem, wie der Trainer schon gesagt hat, als ganze Mannschaft, sei es defensiv oder offensiv, wieder Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Uns fördert jetzt einfach wirklich ein Erfolgserlebnis. Man hat da, glaube ich, gesehen, gegen WRC in der zweiten Halbzeit, wir haben wirklich mit allem verteidigt, was wir gehabt haben, obwohl wir eigentlich nur Akzente nach vorne setzen wollten, aber das war, glaube ich, dann schon noch teilweise im Hinterkopf, dass wenn du jetzt wieder verlierst, dann hinkst du noch mehr hinterher, und von dem her, glaube ich, haben wir auch mit einmal weniger, glaube ich, wie gesagt, gut verteidigt, aber nach vorne nicht mehr so viel gemacht. Ich glaube, wenn jetzt 11 gegen 11 wirklich ein gutes Spiel am Sonntag rauskommt, ist das wieder ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Fakt ist, wir werden aus der Saison keine überragende Saison mehr machen, aber wir können auch erfolgreicher draus machen, und das muss das Ziel für uns alle sein. Hast du, Frage quasi einen Unschuldigen, das weiß ich schon, als routinierter Spieler, der du bist, aber ist nicht generell wieder mal zu viel Unruhe, weil im Endeffekt, wenn einmal ein gewisses Maß an Verunsicherung in einer Mannschaft steckt, geht es nicht von einem Spiel zum anderen und von einem Tag auf den anderen, das wegzubekommen. Dazu kommt natürlich die Zukunftsfragen immer, wie geht es weiter, aber ist nicht einfach zu viel Unruhe. Man kann gegen den LASK genauso verlieren, dass das nicht der Anspruch ist, ist klar. Man kann aber auch 0-0 spielen zur Not und sagt, okay, ich habe einen Punkt, weil ja man immer noch im Rennen ist um diesen dritten oder auch vierten Platz, den man heute erreichen will. Unruhe wie vorher, das ist so mit dem Druck. Den Druck machen wir uns selber, und die Unruhe müssen wir als Spieler einfach ausblenden. Es zählt, was wir am Platz liefern. Das ist am Sonntag ein schweres Spiel gegen LASK, und das wissen wir auch. Und wie du sagst, wenn wir einen Punkt holen sollten, holen wir einen Punkt. Und wenn wir drei Punkte holen sollen, umso besser. Natürlich, für mich ist auch das nicht das letzte Spiel der Saison gegen LASK. Also von dem her, es ist ein extrem wichtiges Spiel. Wir gehen in das Spiel, um es unbedingt gewinnen zu wollen.
Aber sollte man unentschieden spielen gegen LASK, ist die Saison nicht vorbei. Ganz einfach. Gibt es weitere Fragen? Stefan Oellerer, Önews. Frage an den Michael Madl. Sie sind wahrscheinlich am Sonntag einer der zentralen Spieler der Wiener Austria, weil ich denke, der LASK wird ordentlich mit Vorchecking spielen, wie Sie das ja gewohnt sind. Sehen Sie den LASK als Favorit oder sagt die Austria, wir spielen zu Hause, wir sind die Favoriten? Wie ist da der Gedankengang der Spieler? Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, ist glaube ich klar, wer der Favorit ist. LASK spielt bisher eine überragende Saison, aber Favorit, Außenseiter, Statistiken, das ist für mich nicht wichtig. Sonntag 17 Uhr geht es 11 gegen 11, hoffentlich über 90 Minuten. Und da werden wir dann sehen, ob sie die Favoritenrolle bestätigt oder die Außenseiterrolle vielleicht doch einmal gewinnt. Also es ist für mich nicht so wichtig, wer da jetzt Favorit ist oder nicht. Wir wollen die 3 Punkte, das ist alles, was zählt. Eine Frage an den Trainer. Gegen den LASK wird es doppelt schwer sein, wenn man diese Fehler in der Vorwärtsbewegung macht. Hat man auch gegen den WRC immer wieder gesehen. Und der LASK ist ja im Umschaltspiel ja sehr schnell und versucht sofort in den Strafraum einzudringen. Ist da speziell auf dieses hintrainiert oder ist das besprochen worden oder behandelt worden in der vergangenen Woche? Natürlich musst du auf die gewissen Stärken und Schwächen vom Gegner immer eingehen. Und da waren genauso diese Punkte auch mit dabei, ist klar. Und auf die musst du ja vorbereiten. Hätte jetzt nicht so viele Schwächen gesehen im Spiel gegen den WRC, dass du natürlich immer wieder, wenn du probierst, Fußball zu spielen, den anderen Ballverlust dabei hast, ist klar. Aber die müssen wir einfach reduzieren. Das ist logisch. Aber auf der anderen Seite gilt jedes Spiel oder jeder Gegner so aufzubereiten für unsere Mannschaft, dass wir genau diese Analyse ja dann auch für die Mannschaft präsentieren können, dass alles besprochen wird, was eintreten kann. Und das ist, glaube ich, nicht nur jetzt gegen LASK, sondern es ist die nächsten Spiele genauso wichtig, dass wir uns immer gut einstellen. Und ich möchte auch kurz sagen, was von Herrn Martin Lang gekommen ist. Wir haben nie über eine Niederlage gegen LASK geredet. Also seit ich jetzt da sitze, habe ich nicht einmal irgendwas, wir können verlieren. Und für mich zählt das nicht. Also, Der LASK ist okay, aber ich sehe das schon so, dass wir gegen jeden Gegner, und wo das ein Red Bull ist, traue ich genauso uns zu, dass wir da einen Punkt machen können oder einen Sieg einfahren können. Und vor einer Niederlage spreche ich nie vor dem Spiel. Gut, alle Fragen beantwortet. Ich sehe keine Handzeichen mehr. Dann sagen wir Dankeschön. Wünschen bereits jetzt allen Veilchen natürlich frohe Ostern und freuen uns auf ein Treffen im Stadion am Ostersonntag 17 Uhr, Anpfiff gegen den LASK Generalarena. Dankeschön, schönen Karfreitag noch. Dankeschön.